bin Dracula. Sie haben sicher schon von mir gehört. Ich erzähle Ihnen meine wahre Geschichte. Kommen Sie mit, wenn Sie den Mut haben, mir zu folgen. Die Aufklärung. Wie ich sie liebe. Haufenweise Bücher, mit denen Wissenschaftler versuchten, den Aberglauben auszutreiben. Hunderte von Abhandlungen. Nur zu diesem einen Zweck. Wien war endlich mit Erleuchtung gesegnet. Uns. Uns gab es einfach nicht. Eine ganz spezielle Sammlung. Souvenirs aus den Jahrhunderten. Zeit genug zum Sammeln hatte ich, ja. Angeblich kann man uns Vampire mit einer silbernen Gewehrkugel töten. Oder mit einem hölzernen Pfahl, den man uns durchs Herz treibt. Und das Kreuz. Das scheint mir wie der Teufel des Weihwasser. Einer schöner als der andere. Wenn Sie mich fragen, lauter Milchgesichter. Als Bram Stoker mein Bild entwarf, hat er wahrscheinlich an seinen Freund gedacht. Den großen Henry Irving. Mich auf der Bühne spielen wollte Irving aber nicht. Dracula sei zu trivial. Und wer spricht heute noch von ihm? Mich aber kennt jeder. Und das, obwohl es schon lange keinen Film mehr über mich persönlich gab. Trotzdem glaubt jeder zu wissen, wie ich aussehe. Und manche sind sogar überzeugt davon, dass sie mir schon einmal persönlich begegnet sind. Wie sagt das Sprichwort doch so schön? On n'y soit qui mal y pense. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Der Ort heißt Slachterbirty. Richtiger wäre eigentlich Lachterbirty, wie es in diesem schlauen Buch steht. Das Lach des Abartak, was so viel heißt wie das Grab des Zwerges. Ein Zwerg vielleicht, aber durstig wie ein Riese. Bram. Ohne dich würde niemand meinen Namen kennen. Dir verdanke ich meinen Ruhm. Aber du mir auch den deinen.